Michael von Bonin-Hirt ist seit 14 Jahren mit seinem 30-Tonnen-Abschleppfahrzeug auf den Straßen rund um Lübeck unterwegs. Der gelernte Kfz-Mechaniker fährt zu seinem heutigen ersten Einsatz. Ja, sieht nach einem ganz normalen Auffahrunfall auf, nichts Tolles. Einmal ein bisschen durchschaukeln. Moin! Tag! Bisschen Pech gehabt. Ja. Schön breit gehauen. Scheiße. Wo soll er hin? Zu mir auf die Arbeit, bitte. Ist bitte. Machen wir, gerne. Nicht so weit. Vorfahrt genommen und dann. Ich mach ihn so, Unfall. Nein. Ist ein Blechschaden. Niemandem was passiert, Blechschaden, völlig egal. Rest regelt Versicherung. Und der gute Herr hier. Ja. Fahren tut er ja bestimmt noch. Nein. Nicht? Gar nichts. Tot. Schade. Schlüssel hast du? Schlüssel habe ich, bringt dir aber auch nichts, weil alles tot. Lenkung geht auch nicht? Ich konnte die Lenkung geht. Einmal. Alles tot. Guck mal, Warnblinker läuft nicht. Oh, was hast du denn für ein Auto? Cool. Oh, das ist ja alles manuell, den kriegen wir rauf. Alles gut. Du hast ja noch einen Kran dabei. Ja, bloß, dann müssen wir die Straße hier sperren, dann haben wir hier gleich Chaos. Das hatten wir auch, als es passiert ist. Echt? Ja. Ich würde hier einen Haken reinschrauben, aber ich glaube, das hat sich dann wieder. Komm mal. Gott. Oh, das passt noch. Kommst du an den Haken ran? Ja. Ist ein Kofferraum. Ich krieg den Kofferraum nur nicht auf, weil ich kein Schwung. Aber du hast ja schon vorgesorgt, sehe ich. Ja. Brauchst du eine Lampe? Super, ich danke dir. Ja, ein bisschen. Fingerspitzengefühl kriegen wir den da wahrscheinlich noch rein. Ja. Das Problem ist, dass der Schaden über die Stoßstange gerutscht ist. Deswegen sieht das so spektakulär aus, weil das weggedrückt ist. Muss man mal sehen, wenn die Stoßstange ab ist, ob der Träger ihn mitgekriegt hat. Aber das sieht man halt erst, wenn die defekten Teile ab sind. Wo willst du ihn denn? Alles klar. Das kenne ich. Kriegen wir hin. Wolltest du sonst schon vorfahren? Ich hänge ihn an und lade ihn auf und komme dann zu dir. Kein Problem. Dann treffen wir uns gleich da. Und dann sehr schön. Bis gleich. Jo. Der hat irgendwie, entweder hat er den Massepool abgesprengt durch den Unfall. Nö, ich kann ja sowieso nichts machen. Michael von Bonin-Hirt muss den Gang rausnehmen und die Handbremse lösen. Im schlimmsten Fall, je nach Alter, könnte es fast schon Totalschaden sein. Aber das, wie gesagt, das entscheidet ein Gutachter. Das ist so immer ein bisschen schwierig zu sagen. Wenn der Träger vielleicht vorne wirklich krumm ist, könnte im schlimmsten Fall wirklich wirtschaftlicher Totalschaden, je nach Alter und ob vielleicht wirklich vorne die Häume krumm sind. Aber das sieht man halt erst, wenn Stoßstange ab ist und alles. Muss man gucken. Gut, wir können los. Jetzt bringen wir das Auto zu den Kunden auf die Arbeit. Da stellt er ihn wahrscheinlich erstmal unter, bis der Gutachter da war. Und dann entscheidet er wahrscheinlich, was damit weiter passiert. Diese Unfälle, ja, sind die häufigsten Kreuzungsunfälle, Vorfahrtsgeschichten. Es war ja jetzt, Gott sei Dank, auch nur ein Blechschaden.
Nicht steht er. Gucken, wo er ihn hin haben will. Dein? Schieben wir da gleich rein und dann ist er weg. Genau. Aus den Namen. Welches weg? DCH weg. Ja, weg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich brauche gleich noch einmal Fahrzeugschein und Mitgliedskarte. Fahrzeugschein habe ich nicht. Okay. Irgendwie ein TÜV-Bericht? Irgendwie oder so. Was brauchst du? Ich brauche die Mitgliedsnummer gleich und irgendwie von Daten. Von der Versicherung? Nee, von Ah ja, die ADAC-Karte. Die hast du da? Und ein paar Daten vom Auto. Ist da irgendwie ein TÜV-Bericht oder irgendwas drin? Erstzulassung? Da habe ich alles online. Also kann ich nachgucken. Und alles, was du brauchst. Kriegen wir alles hin. Ich werde ihn jetzt erstmal hier hinstellen. Dann werde ich einen Gutachter herkommen lassen, der begutachtet. Und dann mal gucken. Nur mit einem Gutachten kann der Besitzer entscheiden, ob es sich noch lohnt, den Wagen zu reparieren. Oder ob er ihn verschrottet. Er springt nicht mehr an, er hat gar keinen Strom mehr. Heute ist einmal Bremse, dann fahre ich einmal ein Stück vor und dann schieben wir ihn da gleich zusammen rein. Der Wagen ist voraussichtlich nicht mehr zu retten. Doch der Besitzer sieht es gelassen. Wird der Schaden reguliert, dann gibt's einen neuen. Ja. Kein Service hier. Ein ganz klares Room in der ADAC. Ja. Der Kleinwagen oder sowas. Genau. Alles klar. Alles klar. Supi, ich wünsche dir was. Schönes Wochenende. Das wünsche ich auch. Und alles Gute. Michael von Bonin-Hirt macht sich auf den Weg. Der nächste Auftrag. Ja, das Fahrzeug hat Probleme mit dem Getriebe, schaltet nicht mehr. Und deswegen wird es wahrscheinlich ein Abschleppen. Beim Automatikgetriebe kann man oft vor Ort nicht mehr viel machen, wenn er erstmal nicht mehr schaltet. Wir gucken mal, ob wir ihn vielleicht noch auslesen können oder ob sie oder Antriebswelle defekt ist. Wir schauen mal. Vielleicht können wir ja doch noch was machen. Da steht er. Der blaue, der rechts vorm Hotel.